sie war wunderschön, die schönste der Stadt. Und wenn man ihr das sagt, errötet sie glatt. Sie war höflich, bedacht und zu jedem freundlich. Gab jedem das Gefühl, dass sie mit einem Freund spricht. Ihr zartes Gemüt passte so gut, denn sie träumt in den Tag ohne Hass oder Wut. So fasste sie Mut und zählte ihr Geld. Sie wollte Model werden und was sehen von der Welt. Und so legte sie selbst die Karten des Lebens. Sagt Menschen, die warten, warten vergebens. Nach Tagen des Redens macht sie einen Umschlag auf mit einer Karte. Und dort war eine Nummer drauf, ohne Absender, ohne Absender. Und sie überlegt lang, während sie durch den Gang schlendert, unverändert, mit gemischten Gefühlen, war sie ängstlich und fröhlich zwischen den Stühlen. Sie war wunderschön, die schönste der Stadt. Und wenn man ihr das sagt, errötet sie glatt. Sie war höflich, bedacht und zu jedem freundlich. Gab jedem das Gefühl, dass sie mit einem Freund spricht. Ihr zartes Gemüt passte so gut, denn sie träumt in den Tag ohne Hass oder Wut. So fasste sie Mut und zählte ihr Geld. Sie wollte Model werden und was sehen von der Welt. Und so wählte sie die Nummer, vereinbart einen Termin und erzählt es ihrer Mutter. Sie war besorgt, doch wollte es trotzdem probieren und stand einen Tag später vor zwei rostigen Türen. Sie hoffte zu spüren, dass sie richtig lag, doch wusste nach zwei Minuten, dies war nicht ihr Tag. Als sie zu sich kam, war ihr Kopf verschlagen und der LKW mit ihr schon in den Ostblock starten. Sie war verloren und ab jetzt verschwunden. Die Polizei in Deutschland tastet im Dunkeln. Keiner hat sie gefunden, bis sie aufhören zu reden. Aber sie lebt das allertraurigste Leben. Eine Frau an den Fäden von Menschenhändlern, wird verkauft in Städten, an Grenzen und Ländern. Und als sie halbtot im Dunkeln nur bebt, denkt sie, hätte ich doch damals nicht die Nummer gewählt. Sie war wunderschön, die schönste der Stadt. Und wenn man ihr das sagt, errötet sie glatt. Sie war höflich, bedacht und zu jedem freundlich. Gab jedem das Gefühl, dass sie mit einem Freund spricht. Ihr zartes Gemüt passte so gut, denn sie träumt in den Tag ohne Hass oder Wut. So fasste sie Mut und zählte ihr Geld. Sie wollte Model werden und was sehen von der Welt. Und sie warf die Nummer weg, denn sie hatte große Angst, aber war noch unentdeckt. Und nur einen Tag später wendet sich das Blatt. Eine Agentur ruft an und verändert ihren Tag. Sie hat endlich einen Vertrag und ihr zartes Gemüt gefiel allen Leuten, denn sie war stets vergnügt. Sie hat es geschafft, sie lebte ihr Leben, ein Leben voll Glück ohne Nebel und Regen. Sie lebt jetzt in Städten, verteilt auf der Welt. Sie verdient gut, aber verteilt auch viel Geld. Und sie denkt jedes Mal, wenn sie Stunden erzählt, zum Glück habe ich damals nicht die Nummer gewählt.